Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City mit der Resu. Ich bin Resu. Und, also, wir rennen mit Leertaste. Okay, das war's. So, das hatten wir schon mal gescannt. Allerdings habe ich danach das Spiel beendet. So, ja, haben wir gelesen. Danke. In der vorletzten Folge, glaube ich. Wie kommen wir hier raus? Da hinten scheint ein Ausgang zu sein. So. Oh, das ist ja interessant. Das scannen wir. Moment. Da-da-dam. Sehr schön. Gut, wir hätten auch hier einfach langlaufen können. Ja. Oh, da oben ist eine Trophäe für Catwoman. Die wird auch markiert. So, was wollen wir machen? Wir wollen Riddler-Geiseln retten. Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive, ob du... Also ich nehme an, dass hier irgendwo ein aufgetrenntes... Hoppala. Fragezeichen sein wird. Und hinter dieser Wand verbirgt sich bestimmt irgendwas. Okay, können wir hier Was einfach so fängt mit rein? einem Ticken an und endet mit einem Knall? Bombe. Ich gehe lieber raus. Oh, Moment. Hochspannungssicherheitsboden. Aha. Erstmal, hier sind ganz viele Trophäen. Warum sind hier so viele? Noch eine und die war schon okay. Also das hier kann ich noch nicht aufmachen. Da fehlt uns noch ein Code für, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und nee, das können wir machen. Sackgasse. Und da haben wir es. Ah ja, es Drei, wirkte zu einfach. zwei, eins. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, meine Herausforderung zu bestehen. Aua. Was ist los? Hat sich dein primitives Gehirn damit abgefunden, dass ich, der Riddler, dir überlegen bin? Riddler hat diese Todesfalle so erschaffen, dass sie unmöglich lösbar sein soll. Du wirst alle Ausrüstungsgegenstände und Verbesserungen brauchen, um sie zu überlisten. Aha, okay. Ich habe schon den Verdacht, wie wir das machen können. In Teil 1 gab es ja den Line Launcher. Wenn wir den dort platzieren würden, könnten wir auf dem Seil balancieren. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall? Ja, und da wir hier sonst nichts anderes sehen, wird das wirklich das sein. Oh. Da hinten haben wir noch einen Knopf irgendwo. Gut, kümmern wir uns auch später drum. Wir wollen jetzt eigentlich Geiseln retten. Wird langsam Zeit. Da-da-dam. Oh, da ist noch eine. Mann, hier unten sind viele Riddler-Trophäen. Und ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ups, da oben haben wir einen Schalter. Betätigen wir mal. Ist doch kein Schalter, okay. Gut, kümmern wir uns später drum, wie gesagt. Eigentlich will ich hier gerade nur raus. Gut, hier lang. Hier rüber. Solomon Grundy hatten wir hier schon gescannt, ne? Rätsel bereits gelöst, okay. Und hopp. Da unten war die Trophäe von eben nicht. Vielleicht hier? Ja, da können wir direkt einsammeln. Sehr schön. Und hier geht's weiter. Ne, doch nicht. Da geht's nicht weiter. Entwürfe freigeschaltet. Das ist auch immer schön. Und top. Und
schlittern. Hier bin ich falsch. Hier bin ich richtig. Wir speichern. Gut. Und darf jetzt nur beim Radio hören? Dir würde nicht die Verantwortung fürs Kochen übertragen. Okay. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht erstmal. Aber höchstwahrscheinlich das. Vicky Vale ist eine Radiomoderatorin. Arkham City Story freigeschaltet. Vicky Vale. Als Vicky Vale Quincy Sharp kurz nach den Vorfällen in Arkham Asylum interviewte, spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Sharps spätere Auftritte in der Gotham Nightliner Show bestärkte sie in dieser Vermutung nur. Davon überzeugt, dass Sharp nicht der Held war, der er vorgab zu sein, setzte Vale ihn mit Fragen gezielt unter Druck, was ihn verwirrte und dazu brachte, Fakten zu verdrehen. Als sie Sharp mit Hilfe ihrer journalistischen Fähigkeit gerade den Rest geben wollte, fing er sich zu ihrem Entsetzen. Plötzlich gelang es ihm, all ihre Fragen souverän und ruhig zu beantworten. Es schien ihr fast so, als würde ein anderer Mensch zu ihr aus ihm sprechen. Woraus auch immer es bestand, Vale war entschlossen, dieses Rätsel zu lösen. Ja, der Geist von Arkham hat da wohl übernommen. Hoppala, da unten leuchtet's grün. Zack. Gut, da können wir was aufschließen. Eventuell sind das auch Wege nach draußen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich bin. Abteil? Fragezeichen? Ja. Gut, ich habe den Weg nach draußen gefunden. Okay, 20 Gegner geortet, mit denen wir uns nicht unbedingt anlegen wollen. Weil 8 davon bewaffnet sind. So, das machen wir noch auf. Und Tickets, okay. Da hat's Batman schneller gelöst als ich. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas anderes zu sehen? Nee. Die Trophäe hat nichts freigeschaltet. Schade. Aber kann ja auch nicht alles. Ne? Hoppala. Okay, wir bleiben stehen zum... Da. Markieren. So. Oh. Das wird einfach sein, einzusammeln. Moment, Exit ist da lang. Da. Okay. An den Störgeräten nicht vorbeikommt? Hatte ich. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Pinguin sagte, das sei unmöglich. Vorsicht, die Fledermaus! Ganz ruhig, ich will euch gerade nichts tun. Wir machen die Map auf. Endlich mal. Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Nein, Mord müssen wir nicht so dringend aufklären. Hier, es geht um eine Geisel. Mord können wir später aufklären. Ich wusste immer schon, dass du feige bist. Wusstest du also? Die Fledermaus. Da sehen wir die, den Shop des Mad Hatters links. Jetzt nicht mehr natürlich. Die sind Menschen, oder? Sie könnten uns wenigstens Essen geben. Die senden doch Essen. Und ihr seid da verpflichtet, es ordentlich aufzuteilen. Also nicht verpflichtet. Es wird von euch erwartet. Trefft eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur feige? Wie sieht's aus? Bezirksland 2 Spezial. 2 Stimmen Pinguin. Zum Preis von einer. Ich hab schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Prüfungen überstehen. Freundet euch gar nicht erst an. Pinguin wird da euch um einen Platz an seiner Seite kämpfen lassen. Dabei werden die meisten von euch verrecken. Ein paar von euch werden sich sicher gegenseitig umlegen, aber das wirkte jetzt etwas zu leicht. Diejenigen, die Prüfungen überstehen, werden es sehr gut haben. Freigetränke in der Iceberg Lounge. So. Was? Wir sollen einander umbringen? Stört mich nicht. Du kannst mich mal. Da mache ich nicht mit. Kein Problem. Lauf nur weg, du Nein, das hat so nicht geklappt. Wir werden dich später.
wird das schon finden. Vielleicht muss man die treffen, wenn sie leuchten? Ich möchte nur einmal mit diesem verdammten Glückspilz tauschen. Okay, Moment. Nein, das hat nicht geklappt. Ah, wieder nicht. Ich will das da zuerst treffen. Das letzte. Ich hoffe, sie versucht's. Und. Nee, das. Okay. Wir markieren uns das für später. Gut, wo wollten wir doch hin? Ach ja, Geisel. Die Bewohner von Gotham können sich wirklich glücklich schätzen, dass der richtige Batman sich nicht so leicht ablenken lässt wie ich. Und hopp. So, die Tür geöffnet haben wir ja schon. Jetzt müssen wir nur noch durchgehen. Hast du dich also endlich dazu entschieden, hier aufzutauchen? Lass sie frei, Riddler. Sie sind unschuldig. Sei nicht albern, Dark Knight. Sie würden jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken, wenn sie auch nur ein einziges Mal etwas vorausschauender gehandelt hätten. Oder? Ah, gut gemacht, Dark Knight. Du hast es tatsächlich geschafft, eine Tür zu öffnen. Hey, Batman! Okay, jetzt habe ich aus Versehen unterbrochen, was er gesagt hat. Ich sehe dabei ein paar Probleme mit dem Helfen. Hilf mir! Ganz ruhig. Rumschreien hilft niemandem. Was passiert, wenn wir darauf drücken? Oh, sehr gut, Batman. Wie ich sehe, beginnst du diesen Raum zu verstehen. Ahle dich im Glanz deines kümmerlichen Erfolges. Wird dein letzter gewesen sein. Okay, ist ziemlich einfach. Wir haben ein paar sichere Felder und können hier die Wege freischalten, temporär. Tut dir dein Kopf weh, Batman? Ha, verständlich. Du bist kein Gegner für mich. Okay, ich glaube, das da haben wir jetzt eingeschaltet. Mit dem Line Launcher könnten wir da ohne Probleme rüber, nur dass wir keinen Line Launcher haben. Moment, da haben wir noch einen Schalter. Was macht der? Du gehst hoffentlich nicht davon aus, dass alle meine Rätsel so einfach sind. Okay, gut. Wir warten lieber ab, nur dass ich nicht zu langsam bin. Ich wollte mir erstmal den Weg jetzt angucken. Halt die Klappe da oben. Was das kosten muss, diese Anlage am Laufen zu halten. So. Okay, ich hätte auch später loslaufen hier können. Drüben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Das da hat hier nichts freigeschaltet, ne? Okay, damit. Ah, doch, hier. Okay, wir laufen und laufen und laufen und laufen. Hilf mir! Und wir laufen noch ein bisschen weiter. Und schon sind wir da. Gut, welcher? Ich glaube, der hier hat das, den Fahrstuhl bedient, ne? Ja, sehr gut. Bitte, Hilfe! Halt die Klappe oder ich rette dich nicht. Und hopp. Werd jetzt bloß nicht selbstgefällig, Dark Knight. Dieser Raum war einer von den leichten. Okay. Festhalten. Unsere Rüstung ist ganz schon kaputt. 625-925. Er meinte zu mir, dass ich dir das sagen soll. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber er sagte, dass er die anderen umbringt, wenn du nicht tust, was er will. Wieso sagt er dir nicht einfach, was er von dir will? Weil er verrückt ist. Ach, das ist jetzt ein bisschen was unfair. Was du nicht sagst. Augenschaft freigeschaltet. Worträtsel. Mal sehen, wofür genau. Rette die erste Geisel vor dem Riddler. Was hat er doch gesagt? 625-925. Jetzt bin ich nur nicht sicher.
was die X- und was die Y-Achse bezeichnet. Und 9, 2, 5 hätten wir hier und dazu 6, 2, 5 wäre irgendwo hier. Ne, okay, 6, 2, 5 ist dann wohl die X-Achse. Also, ist ja trotzdem hier oben. 6, 2, 5, 9. Ich muss mal kurz Pause machen, mein Telefon klingelt. So, da sind wir. Wo waren wir? 6, 2, 5, 9, 2, 5, ne? Okay, da ist es. So. Zu früh, Dark Knight. Die fehlende Zutat im Geiseleintopf sind Geheimnisse und davon hast du einfach nicht genug. Oh, okay. Finde weitere Riddler-Geheimnisse, um aufzudecken, wo sich der nächste Riddlerraum befindet. Na gut. Ist mit den anderen alles in Ordnung? Bestimmt. Du hast mich gerettet, Batman. Ich schulde dir was. Oh, was steht denn da? Okay, es ist keine Schande zu schummeln, wenn du... zugibst, dass du meine Herausforderungen nicht bestehen kannst. Wo steht... Ah ja. Können wir einfach uns darauf einigen, dass ich klüger bin als... Da fehlt noch ein U. Was steht da? Würde, würde. Irgendwas, Answer. Okay. Kann ich nicht richtig lesen. Würde Mises, seine Catchphrase natürlich. Und bist du bereit für die Herausforderung? An sich schon, aber ich darf ja nicht die nächste machen. Sei denn, man zählt das Suchen der Rätsel jetzt auch schon als weitere Herausforderung. Oh, da müssen wir raus, ja. Hat er sich ja einen tollen Herausforderer gesucht. Einen, der zu doof ist, die richtige Tür zu benutzen. Und so, dann können wir jetzt mal die Leiche untersuchen gehen. Würde ich sagen. So. Was ist das? Nein, erweitertes Realitätsprädikat braucht man nicht. Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde, da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann, sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Au. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Gesichtshaut weggeschnitten. Mein erster Impuls wäre da Black Mask, aber... Soweit ich weiß, geht der auch nicht so vor. Gewöhnlich. Heißt natürlich nicht, dass er nicht mal so vorgehen kann, wenn er gerade Lust drauf hat. Arkham City ist schlimmer als der alte Knast. Batman! Es ist Batman! Yay! Hier drüben kämpft 150... Jemand. Was? Wer kämpft da? Ich sehe da keinen kämpfen. 150 Meter geflogen, ohne abzusetzen. Fledermaus. Hallo. So, die obligatorische Action-Szene für die Folge. Was macht Batman? Hoppala. Und erledigt. Und jetzt können wir unseren Stufenaufstieg machen. Free Flow Power aus Spezialkombo verschrotten. Aha. Mit Y. Konzentriert deinen Angriff auf einen einzelnen bewaffneten Angreifer und zerstört seine Waffe dauerhaft. Der Angriff eignet sich besonders zum Einsatz gegen Feinde mit starken Waffen. Da verhindert wird, dass diese Waffe in den Händen anderer Gegner fallen. Setze diesen Angriff taktisch ein, um gefährliche Waffen bereits zu Beginn eines Kampfes gegen viele Gegner zu zerstören. Diese Spezialkombo-Bewegung kann eingesetzt werden, wenn die Kombo-Punktzahl bei 8 oder drüber liegt. So. Sind wir jetzt in der Nähe unseres Ziels?
Okay, wir sind ein bisschen daneben. Was ist hier? Erweitertes Realitätstraining online. Ja, okay, interessiert mich. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Das will ich aber gerade gar nicht. Tja. Ich lass mich doch nicht dazu zwingen zu trainieren. Da. Der Detektiv kommt angeflogen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Klingendes Telefon ist gerade nicht wichtig. Erst einmal markieren wir das da. Reicht's hier, wenn wir das andere da hinten noch aktivieren? Moment mal. Okay, das lässt sich so nicht aktivieren. Und da unten dürfte irgendwo die Leiche sein. Ja, da ist sie. Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Okay, erst einmal scannen wir die Person. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Klingt interessant. Okay, das Bein können wir nicht scannen, wird abgebrochen. Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Gut, klingt gut. Machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Diese Folge beende ich jetzt. Ich hoffe, es hat gefallen. Ein Riddler-Dings? Achso, der meint die Trophäen. Ja, Entschuldigung, hab mich wieder ablenken lassen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.